Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hier ein kurzes Video zu den Unterschieden zwischen Überlast und Kurzschluss. Überlast und Kurzschluss sind zwei Belastungsfälle, die wir innerhalb eines Stromkreises haben können. Und im Video möchte ich Ihnen kurz zeigen, was erstens der Unterschied ist und zweitens, warum muss ich das eigentlich wissen, wofür ist das von Bedeutung? Hoher Strom ist doch gleich hoher Strom, den sichere ich ab und fertig. Nein, dem ist nicht so. Den Unterschied, den sollten Sie ganz klar wissen. Das ist das. Und wenn Sie das dann so im Wesentlichen verstanden haben, was im Grunde genommen den Unterschied beinhaltet, schauen wir uns mal an, wie es denn mit Sicherungseinrichtungen, also mit Schutzmaßnahmen, Schutzeinrichtungen, Überstromschutzeinrichtungen innerhalb von Stromkreisen verhält, wo denn hier der Einbauort ist. Also wo sollte ich am besten einen Leitungsschutzschalter beispielsweise einbauen? Und erstmal zur Legitimation zu kommen, warum muss ich eigentlich Überlast und Kurzschluss unterscheiden können, werfen wir hier einfach mal einen kurzen Blick auf dieses Bild. Das ist ein Foto, das ich hier in meiner Küche am Stromkreisverteiler aufgenommen habe. Und was können wir in diesem Stromkreisverteiler erkennen? Erstmal hier diesen Klingeltrafo, der erstmal nicht von Bedeutung ist, der uns hier Kleinspannung zur Verfügung stellt. Wichtiger sind hier oder ist hier diese Reihe. Was sehen wir hier? Wir sehen einzelne Überstromschutzeinrichtungen, Leitungsschutzschalter. Und für diese Reihe hier ein zugehöriger FI, also eine RCD, eine Fehlerstromschutzeinrichtung, die grundlegend zwei verschiedene Fälle absichern. So, und so ein Leitungsschutzschalter, der ist dafür da, die Leitung zu schützen, also unsere Anlage hier grundlegend zu schützen. Und das macht er ganz einfach in dem Moment, wenn der Strom zu groß ist. Also wenn in meinem Stromkreis ein zu hoher Strom auftritt, löst er aus. Und der hat eben zwei verschiedene Funktionsprinzipien bzw. Auslöseprinzipien. Eins greift im Überlastfall und das andere greift im Kurzschlussfall. Und damit Sie auch den Leitungsschutzschalter später verstehen können und auch die Dimensionierung und Auswahl von solchen Leitungsschutzschaltern vernünftig durchführen können, müssen Sie grundlegend wissen, was denn der Unterschied zwischen Überlast und Kurzschluss ist. Wir schauen uns das einfach mal hier so ein bisschen schematisch an und nehmen uns mal eine ganz einfache Spannungsquelle, hier in dem Fall, wie es in der Elektroanlage vorliegt. Sie haben einen Außenleiter und einen Neutralleiter und der Außenleiter hat eine Spannung U0 von etwa 230 Volt gegen die Erde, also auch gegen den Neutralleiter dann. Und wir nehmen uns einfach mal einen Steckdosenstromkreis, hier einen ganz einfachen Stromkreis mit einer Steckdose und an so eine Steckdose kann ich beispielsweise einen einfachen Verbraucher anschließen. Wie sieht das schematisch hier aus? Wir haben hier diesen Widerstand an unserer Spannungsquelle. Wenn dieser Widerstand hier angeschlossen ist, dann fällt in der Regel eine Spannung ab, die sich im Wesentlichen in der Größenordnung bewegt, wie unsere Netznennspannung hier ist von 230 Volt. Ist ein bisschen kleiner, weil wir haben ja auch noch einen Spannungsfall auf unseren Leitungen. Aber im Wesentlichen ist die ähnlich groß. Ja, und wenn Sie an so einer Steckdose mal die Spannung oder das Potenzial messen, was hier vorliegt, dann werden Sie auch auf 230 Volt kommen. Ja, wenn eine Spannung anliegt und den Widerstand gegeben haben und der Stromkreis geschlossen ist, dann haben wir natürlich folglich einen Strom, der hier fließt. Und um den Strom geht es ja im Wesentlichen im Überlast- bzw. Kurzschlussfall. Wenn ein Verbraucher angeschlossen ist und er eingeschaltet wird, hat er eine elektrische Leistung, die er aufnimmt und die ist im Grunde genommen die elektrische Wirkleistung, also die maximal aufgenommene Wirkleistung, die Sie haben können. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als das, was auf dem Gerät nur draufsteht. Also ein Staubsauger mit 1000 Watt hat eine maximal aufgenommene elektrische Wirkleistung von 1000 Watt. Ich möchte jetzt hier an der Stelle, wenn wir uns hier im Wechselstrombereich befinden, nicht auf die Phasenverschiebung eingehen zwischen Spannung und Strom. Die lassen wir jetzt mal außen vor, um das Ganze hier einfach darstellen und verstehen zu können. Gut, und jetzt gucken wir uns mal den Überlastfall an. Was ist grundlegend ein Überlastfall? Ein Überlastfall ist nichts anderes als eine zu hohe Belastung der Spannungsquelle, die ich habe. Und wir gehen hier grundsätzlich erstmal von einem fehlerfreien Stromkreis aus. So. Und hier gibt es jetzt zwei Varianten. Die erste Variante ist, der Verbraucher, den ich angeschlossen habe, der hat einfach nur eine zu hohe Stromaufnahme. Soll heißen, ich konstruiere mir einen Stromkreis, ich sichere ihn mit entsprechenden Überstromschutzeinrichtungen ab und das mache ich auf Grundlage eines bestimmten Stromes, den ich maximal fließen lassen möchte.
Daraus folgte dann auch eine entsprechende Leitungsdimensionierung, also welchen Querschnitt nehme ich bei einer bestimmten Länge und so weiter und so fort. Und wenn der Verbraucher jetzt eine zu hohe Stromaufnahme hat, weil er eine zu hohe Leistung aufnimmt, dann entsteht hier ein Überlastfall. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben einen Steckdosenstromkreis, der mit 16 Ampere Leitungsschutzschalter abgesichert ist. Haben wir über den Daumen 3,5 kW, die aufgenommen werden können. Und wenn ich jetzt hier einen Verbraucher anschließe, ganz fiktiv mal mit 5 kW, dann zieht er einen zu hohen Strom und es entsteht ein Überlastfall. Das wäre hier die Variante 1 von Überlastfall. Und die zweite Variante gucken wir uns gleich an. Erstmal zunächst das hier noch dargestellt. Also die Leistung ist zu hoch, die aufgenommen wird. Und folglich, damit hier unsere Gleichung auch wieder stimmt, weil die Spannung ist ja konstant, haben wir einen sehr hohen Strom. Überlastfall ist da. So, und jetzt die zweite Variante. Und die würde ich hier ganz einfach mal über so eine Steckerleiste hier, so einen Dreierverteiler mal darstellen. Also wir schließen jetzt an diese Steckdose einen Dreierverteiler an, haben die nur unseren ersten Verbraucher, der hier angeschlossen ist. Und bis dahin ist erstmal alles so wie in der ersten Betrachtung. Also Widerstand 1 nimmt die Leistung 1 auf und es fließt der Strom I1. Das heißt, die gesamte Leistung, die im Stromkreis aufgenommen wird, ist erstmal P1, diese hier unten. So, und jetzt kommt der zweite Verbraucher hinzu. Was passiert? So schaut das schaltungstechnisch aus. Es fällt die gleiche Spannung ab und dieser Verbraucher nimmt jetzt auch eine Leistung auf. Und folglich passiert das, dass in die gesamte Leistungsaufnahme hier nicht mehr nur die des ersten Verbrauchers ist, sondern auch noch der zweite Verbraucher hinzukommt. Die Leistung wird größer, folglich kommt dieser Strom hier noch hinzu und mein Gesamtstrom, der hier fließt, der wird auch größer. Ja, schon steigt der Strom und das wäre jetzt, wenn ich den nächsten Verbraucher hier oben nehme, mit R3 wäre das gleiche, sieht schaltungstechnisch so aus, die gleiche Spannung fällt ab. Wir haben hier diese Leistungsaufnahme und unsere Gesamtleistung, die aufgenommen wird, größer. Somit kommt hier auch noch dieser Strom hinzu und wir haben insgesamt einen größeren Strom. Das wäre im Grunde genommen der zweite Überlastfall, dass wir zu viele Verbraucher haben. Gut, das behalten wir mal im Hinterkopf und jetzt schauen wir uns mal den Kurzschluss an. Was ist ein Kurzschluss? Grundlegend, folgendermaßen definiert. Der Kurzschluss ist eine widerstandslose Verbindung der Pole einer Spannungsquelle. Also der Widerstand, der in meinem Stromkreis liegt, der Nutzwiderstand, ist nicht vorhanden, beziehungsweise ist sehr, 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 sehr klein. Schaut schaltungstechnisch einfach mal so aus. Was passiert? Man kann sich hier das ohmsche Gesetz dazu nehmen. Also es fällt eine Spannung ab im Stromkreis. Wir haben einen Widerstand, der sehr, sehr klein ist. Ich mache das mal so. Ja, der Widerstand ist sehr, sehr klein. Und damit diese Gleichung wieder stimmt, weil die Spannung ist ja konstant, muss dieser Strom jetzt so richtig groß werden. Und das ist richtig groß, heißt auch wirklich richtig groß im Kurzschlussfall. Sie können es ja ganz einfach damit verbinden, wenn ich einen Kurzschlussfall habe, wird der Strom sehr groß. Und dann neigt auch so eine Leitung im Stromkreis dazu, auch relativ warm zu werden, sofern jetzt keine Abschaltung hier stattfindet. Ne? Hoher Stromfluss bedeutet, es wird eine große elektrische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Und unser Strom ist mal so richtig groß. Wie kann sowas passieren? Wie kann es zu einem Kurzschluss kommen? Hier gibt es drei wesentliche Möglichkeiten, die ich Ihnen mal zeigen möchte. Erste Möglichkeit ist, wir haben innerhalb unseres Stromkreises Isolationsfehler. Ja, und dadurch entsteht eine leitende Verbindung. Leicht zu verstehen, ich zeige Ihnen nur mal diese Abbildung und dann wissen Sie in etwa, was gemeint ist. Oder sowas hier. Hier kann es sehr schnell zu Kurzschlüssen kommen, weil wir einen Isolationsfehler haben. Gut, zweite Möglichkeit, Schaltungsfehler. Und was heißt Schaltungsfehler? Wie kann es zu einem Schaltungsfehler kommen? Es ist im Wesentlichen ein menschlicher Faktor, weil ich falsch geplant habe oder einfach falsch angeschlossen habe, das, was geplant wurde. Und wir nehmen uns als Beispiel mal hier diesen ganz, ganz einfachen Steckdosenstromkreis her. Also können Sie im Gedanken auch mal nachvollziehen, wie würden Sie das machen? Sie haben hier eine ganz einfache Schutzkontaktsteckdose. Sie haben einen Leitungsschutzschalter, der in den Stromkreis zur Sicherung rein soll und eine Fehlerstromschutzeinrichtung, eine RCD. Die müssen hier dran und dann können Sie sich mal überlegen, wie würden Sie das jetzt mit den Leitern, die Ihnen zur Verfügung stehen, anschließen?
Gut, Regel Nummer 1, das erste, was Sie im Stromkreis dann immer anschließen und auch das letzte, was Sie wieder abklemmen, ist der Schutzleiter. Grundsätzlich. Der wird hier angeschlossen an die Schutzkontaktsteckdose und das nächste, was Sie nehmen, ist der Außenleiter. Und in diesen Unterverteilungen zum Beispiel machen Sie es in der Regel so, dass Sie hier an die RCD Ihren Außenleiter anschließen und dann unten über die einzelnen Phasenschienen oder Sammelschienen, wie Sie sie schimpfen, dann zu Ihren einzelnen Stromkreisen mit den Leitungsschutzschaltern verbinden. Das wäre so die Reihenfolge und dann haben Sie den Außenleiteranschluss an Ihrer Steckdose. Der wäre jetzt in zweierlei Hinsicht abgesichert. Das erste ist hier die Kontrolle, wie groß ist der Strom hier auf meinem Außenleiter, der fließt. Und das zweite ist das, was die RCD liefert. Die RCD, die guckt nicht, ob der Strom auf dem Außenleiter zu groß ist, sondern die RCD vergleicht, ist der Strom zwischen Außenleiter und Neutralleiter identisch. Der misst quasi die Differenz. Ja, wenn die beide gleich groß sind, so wie es normalerweise sein sollte, ist die Differenz 0. Der sogenannte Bemessungsdifferenzstrom. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen, 30 mA ist so ein typischer Wert für eine RCD. Und wenn Sie das gemacht haben, wird dann entsprechend auch hier N auf Ihre Steckdose angeschlossen. Die ist dann hier gesichert. So, und wie kann es jetzt zu einem Schaltungsfehler kommen? Schaltungsfehler können passieren, wenn Sie jetzt einfach hier Anschlüsse vertauschen. Sie kennen es vielleicht aus der Unterverteilung, diese Phasenschiene hier, die Sie verbinden, die ist jetzt hier auch dreipolig. Die wird im Grunde genommen hier angeschlossen werden an Außenleiter 1 oder wenn sie dreipolig ist, wenn sie drei Phasen vorliegen haben, an Außenleiter 1, 2, 3. Das wäre dann hier ganz rechts und dann wird das hier nach links auf die einzelnen Leitungsschutzschalter wird das dann verbunden. Ist ganz einfach zu machen. Was natürlich jetzt passieren kann, ist, dass Sie hier mit Ihrer Phasenschiene auf N gehen und dann wird es interessant. Das wäre ein klassischer Schaltungsfehler und die sollten Sie nicht vertauschen. Genauso wenig, wie Sie hier oben die beiden vertauschen sollten. Gott sei Dank ist es so, dass herstellerseitig bei diesen einzelnen Betriebsmelodien zur Verfügung gestellt werden, dass es oftmals auch so konstruiert ist, dass Sie nicht so viele Fehler machen können. Trotzdem aufpassen. Also oben anschließen, RCD zuerst und dann gehen Sie auf die einzelnen Stromkreise vom Leitungsschutzschalter. Und denken Sie daran, das erste, was Sie anschließen und das letzte, was Sie abklemmen, ist der Schutzleiter. Und beim Neutralleiter ist es genau umgekehrt. Das letzte, was Sie anschließen, ist der Neutralleiter. Und das ist auch dann das erste, was Sie wieder abklemmen werden. Gut, das wäre es zu den Schaltungsfehlern. Und die dritte Möglichkeit für Kurzschlüsse ist einfach, dass Sie in Ihrem Stromkreis Leiter haben, die gegeneinander Spannung führen. Kann man so ganz allgemein auch sagen, wo das jetzt herkommt, können andere Gründe sein. Ist es ein Isolationsfehler, ist es ein Schaltungsfehler, sonst irgendwas, aber allgemein kann man das so sehen. Also wenn Sie zwei Leiter direkt miteinander verbinden und Sie haben keinen oder kaum Widerstand in Ihrem Stromkreis, der dadurch entsteht, dann haben Sie einen Kurzschluss. Können einfach mal ein Beispiel machen. Sie sehen hier diese Elektroanlage, das ist ein TNCS-Netzsystem. Was Sie hier sehen, ne, kombinierter Neutralschutzleiter, also ein Neutralleiter mit Schutzfunktion, der hier aufgetrennt wird und entsprechend versorgt. Hier haben Sie Ihren Schutzpotenzialausgleich und die Haupterdungsschiene. Und jetzt haben Sie hier eine endlose Möglichkeit, irgendwelche Kurzschlüsse zu fabrizieren. Ein Beispiel wäre hier zwischen den beiden Außenleitern oder auch hier zwischen Außenleiter und Neutralleiter oder zwischen einem demselben Außenleiter hier. Entstehen Sie das, hätten Sie hier diesen Stromkreis und da wäre kein Widerstand drin. Das wäre sehr, sehr interessant. Oder Sie verbinden hier einfach auch wieder Neutralleiter und Außenleiter miteinander. Das ist die Möglichkeit, leitende Verbindungen innerhalb von Stromkreisen hier hinzubekommen. Und wir stellen das mal noch mal kurz gegenüber. Also Überlastfall zur Belastung der Spannungsquelle. Wir haben keinen Fehler, der im Stromkreis vorliegt in der Regel. Und das passiert ganz einfach, wenn Sie einen Verbraucher mit zu hoher Stromaufnahme haben. Oder halt eben zu viele Verbraucher anschließen. Ja, zu viele Verbraucher, Beispiel Küche, Wasserkocher und Kaffeemaschine und der Toaster und die Mikrowelle und alle gehen gleichzeitig an, wie das immer so ist. Ne? Und dann haben sie das. Oder eine einfache LAN-Party, 5 Rechner in einem Raum, an einer Steckdose über einen Verteiler, die gleichzeitig eingeschaltet werden, geht gerne auch mal nicht gut. Das sind so typische Fälle, dass einfach zu viele Verbraucher angeschlossen sind. Gut, und ein Kurzschluss ist ein Stromkreis, in dem ich eine widerstandslose Verbindung meiner Spannungswelle, der Pole, habe. Ja, also L und N direkt zueinander oder auch zwei Leiter zueinander. Im Wesentlichen liegt kein Nutzwiderstand im Stromkreis. Und das ist folglich einfach so, weil wir einen Fehler im Stromkreis haben. Falsch verschalten oder einen Isolationsfehler oder was auch immer.
Dadurch entstehen solche Dinge. Also Leitverbindung, Schaltungsfehler, Leiter, die gegeneinander Spannung führen. Und wenn man das so ein bisschen verinnerlicht und auch verstanden haben, wo jetzt der grundlegende Unterschied ist zwischen Überlast und Kurzschluss, können wir uns auch mal überlegen, wo werden unsere Schutzmaßnahmen, also Überstromschutzeinrichtungen, ein Leitungsschutzschalter, wo baue ich den ein? Ja. Manch einer wird sagen, ja, wenn ich in meine Unterverteilung gucke, meinen Stromkreisverteiler, ja, die sind immer am Anfang in der Zuleitung drin. Ja, warum sollte ich den woanders einbauen? Aber man könnte auch im Stromkreisverteiler, wenn man es falsch macht, ihn auch in der Rückleitung zum Beispiel einbauen oder in einem einzelnen Zweig. Und das wollen wir uns einfach mal angucken und das mal diskutieren. Also wie gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal wieder diesen Fall, dass wir hier drei Verbraucher in einen Steckdosenstromkreis angeschlossen haben. Und das hier wäre unser Leitungsschutzschalter, wie man es richtig machen sollte. In der Zuleitung, im unverzweigten Teil des Stromkreises. Unverzweigt heißt, dass hier noch kein Abzweig erfolgt ist. Hier ist der erste, da ist der zweite, hier kommen sie wieder zusammen. In der Zuleitung, unverzweigten Kreis. Und wir gucken einfach mal, warum das einfach so sein sollte. Wir nehmen mal das Beispiel der Überlast und bauen den mal hier ein. Was passiert, wenn dieser Strom hier zu groß ist, der Gesamtstrom in meiner Anlage? Und na, wenn ich hier den Leitungsschutzschalter einbaue, messe ich oder dimensioniere ich hier entsprechend nach diesem Strom. Was mir nichts bringt, ist hier oder hier der Strom zu groß, ist dieser Leitungsschutzschalter einfach sinnlos. Und es geht darum, den Worst Case anzunehmen. Das heißt, man geht immer vom Gesamtstrom aus, deswegen hier und deswegen auch im unverzweigten Kreis. Was ist denn, wenn hier der Strom zu groß wird und da schaltet hier nichts ab? Das heißt, Ihre Leitungen werden sehr interessant warm. Und deswegen immer im unverzweigten Teil des Stromkreises. Und wir switchen mal zum Kurzschlussfall, nehmen wieder diese Position hier, die falsche Position, und gehen mal hier vom Kurzschlussfall aus. Und Sie sehen schon, wenn Sie sich so ein bisschen vom Modellgedanken her überlegen, wie der Strom fließt, der fließt hier los, teilt sich hier auf in der Regel und wird sich hier nochmal aufteilen und hier wieder zurückfließen. Welchen Weg geht der Strom? Er wird vorwiegend diesen Weg gehen, weil hier der Widerstand am geringsten ist. Und wenn Sie dann hier den Stromkreis unterbrechen, wird Ihnen das nicht viel bringen. Der Strom fließt hier noch weiter. Ja? Deswegen hier in der Zuleitung und auch den kompletten Stromkreis abschließen, wenn ein Kurzschluss da ist. Weil wir wissen, Kurzschluss in der Regel ist das Resultat eines Fehlers im Stromkreis. Und wir wollen doch unsere Leitung schützen. So, und wir gucken uns auch mal den Fall an, warum wir das denn hier nicht in der Rückleitung machen. Warum machen wir das hier oben? Und dazu nehmen wir uns einfach mal den Fall, dass wir hier eine Person in der Anlage haben. Wir haben einen Kurzschlussfall und dieser Leitungsschutzschalter hier hat jetzt den Stromkreis unterbrochen. Es ist richtig, es findet kein Stromfluss mehr hier statt, weil die Voraussetzung für den Stromfluss ist ein geschlossener Stromkreis. Stromkreis ist geöffnet. Aber an dieser Stelle hier, wo das Mannequin dran fest, was auf einem Boden steht, haben wir immer noch die Netzentspannung von 230 Volt anliegen. Was passiert? Er fest hier dran und im Grunde genommen schließt jetzt dieser Mann hier den Stromkreis. Soll heißen, hierüber kann der Stromkreis nun geschlossen werden und in der Regel bei 230 Volt Netzentspannung wird der Mann so viele Begeisterungen entwickeln, dass er hier da schon gar nicht mehr loslassen kann von der Sache. Und das ist an der Stelle nicht gut und deswegen gehen wir hin und fügen hier in der Zuleitung grundsätzlich unseren Leitungsschutzschalter ein, damit, wenn dann hier irgendetwas stattfindet, keine Spannung mehr vorhanden ist. Das ist der Sinn und Zweck dieser Sache, das so zu tun. Gut, zusammenfassend also, Schutzeinbau erfolgt in der Zuleitung grundsätzlich und im unverzweigten Teil des Stromkreises. Ganz einfach. Ich hoffe, ich habe Ihnen an dieser Stelle den Unterschied zwischen Überlast und Kurzschluss näher gebracht. Und wir sehen uns vielleicht in weiteren Videos. Vielen Dank.